euch. Ich gehe gleich mit zwei Freundinnen von mir essen. Und das ist in München wunderschön. Es sind 28 Grad draußen. Und ich habe mir gestern ein paar neue Schuhe gekauft. Und zwar sind das Sandalen. Und die schauen so aus. Und die haben mich 20 Euro gekostet. Die habe ich bei uns am Hauptbahnhof in einem kleinen Laden gekauft. 20 Euro, wie gesagt. Und bin gespannt, wie ich den Tag in diesen Schuhen verbringen werde. Und dann habe ich mich heute entschlossen zu einem meiner Lieblings-T-Shirts. Die Haare habe ich übrigens wieder zu diesem... Meine Schwester findet das ganz, ganz furchtbar, wenn ich die Haare da oben trage. Aber es ist einfach wahnsinnig bequem und irgendwie... Es sieht schon ein bisschen komisch aus, aber es ist bequem und deswegen mache ich das. Passt ja dann. Ich habe heute, wie gesagt, eins meiner Lieblings-T-Shirts an. Und zwar ist das von Zara. Ich muss jetzt einen blöden Stuhl, aber sonst weiß ich aber nicht, wie ich das Video machen soll. Und zwar von Zara. Das ist ein Seidentop mit Dreiviertelärmeln. Und es sind kleine Sternchen drauf. Und es ist dunkelblau. Ich komme mal näher ran zu euch. Das ist so dunkelblau. Und es hat eben diese Sternchen drauf. Und ich finde es wunderschön. Und dazu habe ich einfach eine schwarze Short. Die ist von H&M, die kostet 9,95 Euro. Die sind super bequem, sind die. Und darüber habe ich einen ganz, ganz leichten Blazer. Also wenn ich jetzt mit der U-Bahn fahren werde, wird es nämlich in der U-Bahn wirklich kalt sein. Und genau, dann habe ich noch meine Ray-Ban-Brille, ziehe ich heute auf. Und an den Armen habe ich wieder alles Mögliche dran. Mein Armband von Hallhuber und die von H&M und alles Mögliche dran. Und genau, dann fahre ich jetzt mal los und dann sehen wir uns im nächsten Outfit. Hallo, ich grüße euch. Ich gehe gleich mit einer Freundin frühstücken und ich möchte über das Wetter eigentlich gar nicht reden. Ich glaube, es ist in ganz Deutschland so. Traurig. Auf den Lippen habe ich von Catrice die Nummer 160 Tell Me a Fairy Tale. Ich habe den jetzt wieder ausgegraben. Es ist eigentlich wirklich einer meiner Lieblingsfarben und heute habe ich gedacht, passt das ganz gut. Augen habe ich einfach nur einen Lidstrich gezogen und Haare. Ich trage das momentan wahnsinnig gerne, dieses Ding da oben. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie angenehm, weil wenn man sich so anlehnt irgendwo, dann sind die Haare nicht im Weg, sondern man kann sich einfach irgendwo anlehnen. Das ist sehr, sehr praktisch. Deswegen, glaube ich, mache ich das in letzter Zeit so oft. Angezogen habe ich das Tanktop, was ich selber gemacht habe, das mit dem Kreuz drauf. Und ich habe darunter einfach ein T-Shirt angezogen, weil es ist ja so kalt draußen. Und ich habe eine Strumpfhose an und Schuhe werde ich wahrscheinlich einfach diese Biker-Schuhe anziehen. Die habe ich nur leider jetzt schon unten. Und ja, das T-Shirt ist eben selbst gemacht. Und die Jacke, die ich nachher noch anziehen werde, ist noch die Zara-Jacke. Und ansonsten habe ich noch alles Mögliche an den Armen. Da habe ich einfach das, was ich alles so gefunden habe. Und so schaut jetzt mein Outfit aus. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Hallo, ich grüße euch. Heute mein erstes Outfit mit Ponyfransen. Und ich gehe jetzt gleich weg und ich habe ein ganz schlichtes Outfit eigentlich an. Mein Lieblingskleid, das von Zara, das kennt ihr schon. Und jetzt, wo ich gerade hier sitze, zeige ich euch noch ganz kurz meine Schuhe. Das sind meine Steve Madden-Schuhe, die sind am bequemsten und... wenn ich lange laufen muss, dann ziehe ich die einfach immer an. Ich gehe jetzt mal kurz hinter, dass ihr das Kleid sehen könnt. Das hattet ihr, glaube ich, letzten Monat hatte ich es auch irgendwann mal an. Das ist dieses Zara-Kleid mit diesem ausgestellten Unterteil. Also wenn man sich bewegt und tanzt, dann sieht das auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und das sind eben die Schuhe dazu. Und was ich hier an diesem Kleid sehr schön finde, ist eben dieser Ausschnitt vorne und auch hinten. Also das ist sehr, sehr schön geschnitten. Und ja, mit den Haaren habe ich heute, die habe ich einfach mit so einer Klammer zusammengesteckt. Und ja, dann bin ich auch schon fertig und dann sehen wir uns im nächsten Outfit. Hallo, ich grüße euch. Ich habe heute meinen Glitzer-Pullover angezogen von H&M. Den habe ich aus dem Wintersortiment letztes Jahr gekauft. Und ich mag den sehr gerne, vor allem wenn die Sonne scheint, dann glitzert dieser Pullover unglaublich toll. Und ich habe heute meine Ray-Ban-Brille mit dabei, weil ich die Runde nämlich gerade nicht finde. Die wollte ich eigentlich sonst mitnehmen, die von H&M, aber die finde ich jetzt gerade nicht. Und deswegen muss es dann die sein. Und die Schuhe zeige ich euch auch eben. Das sind diese Zara-Slippers, die mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Und ja, jetzt gehe ich mal hinter, dass ihr sehen könnt. Uppala. Jetzt falle ich hier gleich über den Stuhl drüber. Der Pullover, ja, das ist ein ganz normaler Pullover, einfach mit diesen Pailletten und ich finde ihn einfach sehr schön. Und dazu habe ich meine Zara-Short angezogen. Ne, das ist meine H&M-Short, genau. Und ja, das ist eben dieser Pullover und ich mag den sehr gerne, wenn da eben das Licht drauf fällt, dann glitzert man sehr schön. Und ja, das Outfit ist jetzt nichts Großartiges, aber es glitzert und das ist die Hauptsache. Hallo, ich grüße
Grüß euch. Ich habe heute wieder meinen Pony weggesteckt, denn es ist wahnsinnig warm draußen wieder. Die Sonne scheint und es ist wunderschön. Und ich habe die Sonnenbrille, die ich heute mitnehme, ist meine 5-Dollar-Sonnenbrille aus New York. Und auf den Lippen trage ich meinen Gaga-Lippenstift. Da ist nur noch wirklich ein ganz kleines Winzelchen übrig. Und bald ist mein erster Lady Gaga-Lippenstift leer und dann habe ich nur noch 2 Stück und traurig. Genau, das Streifen-T-Shirt, was ich anhabe, ist von Zara. Das hat, glaube ich, 15 Euro oder so gekostet. Und ich habe einfach dazu eine Short angezogen. Die ist von H&M, die hat auch 9,95 Euro gekostet. Und dann werde ich einfach meine Tory Ballerinas anziehen, aber die sind gerade nicht hier. Die sind schon draußen. Und genau, an den Armen wieder alles Mögliche, was ich so gefunden habe, drangehängt. Und dann ist mein Outfit auch schon fertig. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal. Hallo, ich grüße euch. Ich habe gerade mein Produkt des Monats Video abgedreht für euch und zwar für diese Zahnpasta hier. Und ich habe jetzt aber doch entschlossen, meinen Pony wegzustecken, weil es ist nämlich wahnsinnig schwül draußen. Es sind, glaube ich, fast 28 Grad draußen und der Pony, darunter schwitzt man einfach so. Und deswegen habe ich mir gedacht, klippe ich den einfach eben ein bisschen weg. Ich habe ihn einfach so ein bisschen eingedreht und dann festgesteckt und das passt schon. Und ja, ich habe eine Short angezogen von Zara und ich werde ein paar Flipflops dazu anziehen. Und ich habe aber oben doch ein langärmeliges T-Shirt an, weil in den Geschäften der es doch immer ein bisschen kalt ist. Und ihr wisst ja, ich friere ja immer so schnell. Und lieber bin ich ein bisschen zu warm angezogen als zu kalt angezogen. Und den Schal, den habe ich ja immer an. Also ob jetzt 30 Grad draußen sind oder minus 30 Grad, ist eigentlich egal. Und die Sonnenbrille heute, ruhig, riesengroß. Riesengroße Sonnenbrille, irgendwie ist mir heute nach. Auf den Lippen trage ich die Nummer 100 von P2, die Oxford Street. Genau. Und ja, gehe ich mal kurz hinter, dass ihr das sehen könnt. Das ist eben die Short. Das Einzige, was ich an der so ein bisschen bemängeln muss, ist, sie ist nämlich wahnsinnig weit geworden. Also, ich weiß nicht, die Zara-Sachen letzter Zeit, geht euch das auch so, dass sie irgendwie, ihr kauft es in eurer Größe und sie werden irgendwie immer weiter. Ich weiß nicht, was die momentan für einen Stoff benutzen. Alles, was ich in letzter Zeit gekauft habe, ist riesengroß geworden. Also, da ärgere ich mich schon, weil ich habe die Hose eigentlich gekauft, damit sie halt eng ansitzt. Und das tut sie jetzt mal wieder nicht. Und genau. Aber kleiner haben sie leider nicht, die Hose. Und deswegen muss ich mal bei H&M schauen, was die heute noch so haben. Und genau, das ist auf jeden Fall mein Outfit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Hallo, ich grüße euch. Es ist wieder wunderschön draußen. Also ich muss sagen, diesen Sommer haben wir es eigentlich recht gut. Die Sonne scheint recht viel und dementsprechend habe ich auch mein Outfit heute ein bisschen sommerlicher gestaltet, beziehungsweise die Schuhe sind sommerlich gestaltet, der Rest ist wieder schwarz. Und zwar habe ich wieder meine Sandalen an, die ich mir gekauft habe. Die mit den Glitzersteinen, die haben 20 Euro gekostet, die habe ich beim Hauptbahnhof bei uns in einem kleinen Laden gekauft und die sind wirklich ganz, ganz toll. Ich mag die Schuhe wahnsinnig gerne. Und ansonsten habe ich mir bei H&M ein neues Tanktop gekauft und zwar schaut das so aus. Das ist ein großer Totenkopf, ein Blumentotenkopf und dieses T-Shirt werdet ihr bestimmt auch in meinen Monatsfavoriten sehen, weil das ist echt klasse, ich liebe das. Und ich habe das in der Größe 42 mitgenommen, weil es dann nämlich ein bisschen länger ist. Ihr seht ja auch, ich habe zwar jetzt eine Hose an, ich habe diese Hose an mit diesen Stems an der Seite von Zara. Allerdings wollte ich einfach dieses Tanktop auch anziehen mit einer Leggings und deswegen wollte ich es einfach ein bisschen größer haben. Habe es jetzt in der Größe 40 mitgenommen und ich habe drunter ein weiteres Tanktop drunter, weil das ist nämlich doch ein bisschen freizügiger sonst, weil es geht nämlich auch ziemlich weit runter und auch hinten und das ist mal alles ein bisschen, nein, das muss nicht sein. Und deswegen habe ich das einfach drunter gezogen. Ja. Die Haare habe ich einfach hochgesteckt und darüber trage ich noch so einen ganz leichten Blazer von H&M. Der hat 19,95 Euro gekostet und ich mag das T-Shirt echt gerne. Also ich finde das richtig, richtig cool. Und meine Sonnenbrille, die ich heute dazu tragen werde, ist einfach meine Ray-Ban-Brille. Und genau, dann ist das Outfit auch schon fertig und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Hallo, ich grüße euch. Ich fahre gleich zu Linda und danach fahre ich zu der Geburtstagsparty von der Schwester meiner besten Freundin. Und die hat nämlich gestern Geburtstag gehabt und heute feiern wir wild. Schauen wir mal, wie es wird. Bin gespannt. Und ja, es sind 33 Grad draußen. Es ist wunderschön. Also ich glaube, ich werde zwar eine Jacke für heute Abend mitnehmen, aber ich glaube, ich brauche sie gar nicht, weil es ist so verdammt heiß draußen. Echt.
Wunderbar, so sollte das Wetter bleiben. Ich habe meine Schuhe, zeige ich euch kurz. Das sind die Zara Ballerinas mit dieser Kappe vorne dran. Die habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, im Winter-Sale mal so 20 Euro bekommen oder so. Und ja, ich habe mein Lieblingsstreifen-T-Shirt angezogen. Das ist wahnsinnig dünn und ich mag das sehr, sehr gerne. Also ich habe mir gedacht, heute muss das sein. Und ich habe auch heute meine Klimper-Armreifen wieder rausgegraben und habe an der Hand alles Mögliche, was ich sonst immer habe. Ich darf bloß nicht vergessen, die Nudelschüssel mitzubringen. Meine beste Freundin, die macht den besten Nudelsalat der Welt. Und ich habe noch die Schüssel von ihr. Die darf ich bloß nicht vergessen, dass ich sie mitnehme. Hoffentlich denke ich dran. Dann wird es sonst sauer werden. Ja, das ist mein Outfit. Also ich habe eine schwarze Short an. Das ist die von H&M. Den Beutel, den habe ich ja von meiner Freundin Linda gemacht bekommen. Und ja, das ist das T-Shirt. Dann brauche ich nur eine Sonnenbrille. Und dann bin ich schon fertig. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Outfit.